von mir auf der Ukulele beibringen. Den Text hat damals die Rita Bresser mitgeschrieben und das Lied heißt Der Papagei. Ich habe es euch schon an anderer Stelle hier auf dem YouTube-Kanal mit der Gitarre erklärt und jetzt bringe ich es euch mal mit der Ukulele bei. Ich sing's euch erstmal vor und bring euch dann alles bei, was ihr wissen müsst, um das Lied selber zu spielen. Und jetzt geht's los. Eine schöne Sprachübung und ein bisschen Rätsellied, aber die Auflösung kommt ja sofort. So, jetzt die Griffe. Ihr braucht ein C-Dur, dann ein A-Moll und dann verbindet ihr das A-Moll zum F-Dur, indem ihr den ersten Finger noch auf die E-Seite packt, in den ersten Bund. Und dann kommt noch ein G-Dur, da braucht ihr dann leider drei Finger für und das sind schon auch alle Griffe. Also es ergibt sich ja dann so ein Einfingerakkord C-Dur, dann müsst ihr ein Einfingerakkord A-Moll, dann Verbindung zum F-Dur und dann müsst ihr mal alle drei Finger benutzen für den G-Dur-Griff. Ja, das sind dann alle Griffe und jetzt singe ich euch einmal die Griffe vor zur Melodie, damit ihr wisst, wo die hingehören. Geht so. C-Dur, A-Moll, F-Dur, G-Dur, C. C-Dur, A-Moll, F-Dur, G-Dur, C. Das ist der Refrain-Teil. Und jetzt kommt die Strophe. Geht's wieder in den Refrain rein. Und jetzt kommt die Schlagtechnik. Die ist ja geswingt, geschaffelt und das macht sie so schön dabei. Also 1, 2 und, das ist der Grundrhythmus, aber dieses 2 und ist da, 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 lang, kurz, lang, kurz. Triolisch geschaffelt, wer sich ein bisschen auskennt, also 1, 2 und 3. 1, 2 und 1, 2 und 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und. Okay? Und dann am Schluss mache ich einfach nur. Also C-Dur, A-Moll, F-Dur, G-Dur, C. Da spiele ich dann 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4 und während wir auf dem C-Dur bleiben, das ist dann nicht mehr so geschaffelt. Und dann in den Strophen genauso. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Singen und Spielen mit dem Papagei. Und ich hänge die Noten hinten nochmal an, dann könnt ihr da auch reingucken. Viel Spaß dabei!